3 Uhr morgens und die ersten Fische gehen rein. So soll das sein. An der Yama geht es los mit Silberlachs, mit Rotlachs und mit vielen anderen Lachsen hier an dem Spot. Alter, das ist doch schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn sogar mitten in der Nacht hier die Lachse reinballern. So, move with that. Ja, und großes Dankeschön auch nochmal an Biernot für die Info. Vorhin noch im Chat gesagt, allen Yama heute gewesen, lübt richtig gut. Probier mal aus. Klar, sag ich da, gehe ich sofort hin. Gehe ich sofort hin. Yama immer geil. Gerade eben auch für Silberlachs, für Rotlachs. Das sind so die Kandidaten, die gut funktionieren. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatte der Natural auch noch gesagt, ja, Alden, hast du recht. Ich war auch schon da. Und da läuft es tatsächlich auch mit kleinen Spinnern. Das heißt, wir könnten hier uns tatsächlich hinstellen auf Rotlachs und Co. mit dem Belayer-Setup. Maybe. 11 Kilo Tragfähigkeit. Kann man machen. 9 Kilo Schnur drauf oder sowas. Und dann eine vernünftige Rolle natürlich wählen. Und dann ab geht es hier mit der Route und dann den kleinen 4 Gramm Spinnern. Weißt du was? Das machen wir gleich auch noch. Wir testen gleich hier an der Stelle, würde ich sagen, einfach mal 3 Setups. Momentan bin ich hier noch mit einem richtig großen Setup unterwegs. Teste allerdings auch hier relativ kleine Köder. Also einen relativ kleinen Blinker. Und damit wir das Ganze hier auch ein bisschen effektiver und effizienter nutzen können, nehmen wir das Setup jetzt hier nochmal kurz auseinander. Und zwar haben wir hier den Weiko in 8, also was Grünes, das funzt. Wir nehmen hier die 12er Schnur, die nehmen wir doch immer ganz gerne. 12 Kilo Fluorocarbon. Und dann nehmen wir jetzt hier unser Yama Set Start. Ich verlinke das Video auch nochmal dazu. Komplett das Yama Set Start und die ganzen Infos dazu. Aber das bauen wir jetzt hier auch zusammen. Und zwar nehmen wir dafür diese hier. Beziehungsweise wir brauchen mal eben hier eine HSV. So. Und dann brauchen wir als nächstes die Mächter. Wo ist sie denn? Da ist sie. Und dann tüddeln wir das jetzt hier schön zusammen, damit wir hier nicht übertrieben groß reingehen, sondern eher zart, fein und klein. Oder ich sag mal so mittelmäßig und fein und klein gehen wir dann gleich da nochmal rein. Und dann nehmen wir jetzt hier natürlich nochmal den Weiko. Riesenvorteil jetzt, wir haben ein passendes Setup. Also zum einen haben wir eine schöne Bremse jetzt hier. Ausreichend, das ist jetzt sogar die gepimpte HSV, ich hätte auch die andere Rolle nehmen können, mit nur 15 Kilo reicht ja komplett aus. Denn wir verwenden ja jetzt hier nur eine Schnur mit 12,3 Kilo, es ist Fluorocarbon komplett, heißt also wir lassen das Vorfach weg und mit diesem Fluorocarbon komplett geht es dann hier eben ja, mit den kleinen grünen Weikos raus, 1er Haken groß, wir wollen ja auch ein paar große Brocken. Und das Ding soll jetzt hier gleich liefern. Hat ja gerade auch schon geliefert. Und das Schöne hier an der Route, und das macht die Route wirklich zu einer Top-Route, gerade preis-leistungsmäßig und gerade eben auch für alle, die relativ frisch im Bereich Level 20 sind. Also nicht unbedingt nur fürs Yama-Angeln, sondern ab Level 20, wenn man sich die Rolle kaufen kann, dann eben auch die Route kaufen. Damit kann man super angeln, zum Beispiel auch am Koori. Das Gute an der Route ist zum einen das Wurfgewicht, das ist wichtig und der nächste Punkt ist einmal hier die Power, auch das ist super wichtig. Es gibt viele andere Routen, einige davon mit einem sogar noch besseren Wurfgewicht, also deutlich geringer und höher vielleicht, aber dann haben die eine schlechtere Power, manchmal nur eine Power unter 5 und dann kann man keine Wobbler und keine Topwater Popper zum Beispiel verwenden. Das ist schlecht, das wollen wir nicht. Das macht eben dann diese Route hier so gut. Gutes Wurfgewicht, gute Tragfähigkeit, reicht komplett aus hier. Wir sind mit 20 Kilo ja komplett drüber und ja, raus damit. Guck mal, es wird schon hell. Wir sind schon bei 5 Uhr, wir müssen uns mal ein bisschen sputen. Einholgeschwindigkeit jetzt mal schön auf 50. Eine Drehung, Bremse erstmal schön auf locker. Und da haben wir schon Biss. Zack, geht schon gut los. So soll das, jawohl. Also, so soll das. Ich werfe gerade, ich zoome mal ein bisschen hin.
Also ich versuche, diese Linie hier bis zur Spitze, so eine gerade Linie bis zu mir zu ziehen. Und um da hinzukommen, das treibt ja hier ein bisschen runter, werfe ich eigentlich so in diese Richtung zu dem kleinen Busch da hinten. Dann geht die Strömung ja so ein bisschen rüber. Und dann jiggt das hier so ein bisschen, treiben lassen, wieder ein bisschen jiggen, treiben lassen und wieder ein bisschen jiggen. Und dann kommen wir so langsam in diese Linie da vorne. Und dann geht das da. Also man kann die komplett abfächern, ne? Hatte Biernot auch geschrieben, komplett abgefächert, ob man jetzt hier links hinwirft oder eben auch rechts hinwirft. Komplett auch unterschiedliche Fische in diesen ganzen Bereichen. Ich habe bis jetzt nur hier diesen Bereich erstmal abgefächert. Reichte mir bisher auch ganz gut. Also es war bis jetzt schon gut. Ich hatte jetzt in den kurz vor Nacht habe ich hier schon mal ein bisschen reingeworfen. Dann gerade noch mal ein bisschen AFK gewesen in der Nacht. Und jetzt halt in den Morgenstunden halt wieder losgelegt, hier gerade vor 5 Minuten. Aber Silberlachse sind schon reingegangen, Lennox, Rotlachse, also genau das, was man hier halt haben will. Das ist schon richtig gut und vor allem auch kohlemäßig super ergiebig. Und eben alles hier nur auf diesen kleinen Weiko mit, ja, 8 Gramm nur, ne? Wir können das natürlich jetzt hier, das ist ja das Schöne auch an der, ich ziehe mal eben rein, an der Route oder an diesem Setup. Wir können das natürlich vergrößern. Das heißt, wir gehen hier mal auf den gleichen Weiko, gleiche Färbung, einfach mal hier auf 14 Gramm. Hakengröße, auch noch einen Einser. Aber wir gehen einfach mal ein bisschen größer rein, kommen damit natürlich jetzt auch weiter, deutlich weiter raus. Und da muss man jetzt natürlich aber auch ein bisschen gucken. Je nachdem, wo man halt hinwirft, beißen natürlich auch immer mal wieder unterschiedliche Brocken da drauf rein, unterschiedliche Lachse in verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Methoden des, der Führung. Ob man jetzt hier Jiggen macht oder ob man einfach durchleiert langsam oder das, was ich hier in der Regel mache, ist so zweimal kurbeln und dann lange warten. Also wirklich deutlich länger als eben beim Jiggen eigentlich. Dass man wirklich dem Köder nochmal wirklich Zeit lässt, dass er ein bisschen rumtrudelt oder dass er dann wirklich auch absinkt und auf dem Grund liegt. Da kommen häufig dann auch mal Bisse und manche Fischarten halten sich auch vielleicht ein bisschen eher auf dem Grund auf. Manche sind halt eher so halt wieder an der Oberfläche oder im Mittelwasser unterwegs. Das müssen wir alles testen. Ja, bis gerade eben, wie gesagt, mit dem kleinen 8 Grammer war das schon mal nicht verkehrt. Jetzt so richtig weit raus müssen wir natürlich auch wieder testen. Was passiert da hinten? Ich hoffe nicht, dass hier große Königslachse reingehen. Das wäre natürlich jetzt für 12 Kilo Setup, wäre das ein bisschen mies. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Zack, da geht er rein. Aber wenn hier so weitere Rotlachse reingehen und wenn hier weiter die Silberlachse reingehen, dann lohnt sich der Spot schon richtig. Gucken wir mal. Ja, kleiner Silberlachs. Ich versuche mal durchzuleiern. Gehen wir mal auf ganz langsam. So, und dann gehen wir mal hier so auf unter 15. Geht das so auf 12. Ah, so ein bisschen Spiel, ein bisschen Bewegung. Das ist vielleicht ein bisschen zu langsam. Ja, so scheint das doch genau. So um die 18, zwischen 15 und 20. Vielleicht mal so in dem Tempobereich ein bisschen testen. Hat auch immer mal wieder funktioniert oben auf I4. Also ganz am Ende von der Insel hier. Silberlachs wieder. Das ist schön. Also wenn das jetzt so geht, kann man noch gut durchziehen. Ganz wichtig natürlich immer fürs Angeln an der Belaya. Wetterverhältnisse im Blick behalten. Gerade eben war sogar noch Regenzeit. Auch da sind schon Lachse reingegangen. Trotz allem eben das Wetter und die Temperaturen im Blick behalten. Heute soll es so um die 19 Grad werden. Tendenziell eher bewölkt. Ja, und ob das jetzt so ist und ob das so bleibt, werden wir natürlich sehen. Trotz allem mit veränderten Lichtverhältnissen bzw. Temperaturen ändern sich eben auch die Vorlieben der Fische. Und dementsprechend müssen wir dann eben gucken, dass wir dann eben auch wieder andere Köder, andere Farben testen und verwenden. Schöner Brocken, geht da nochmal rein. Und der nächste Silberlachs mit 2 Kilo. Also, damit bin ich schon super zufrieden. Das läuft doch schon richtig gut. Einfach nur jetzt gerade mit ein bisschen durchleiern. Wobei jetzt gerade auch, ich habe zweimal ein bisschen Pause gemacht. Also zweimal vielleicht, also durchleiern, vielleicht dann doch nochmal mit einem Stop absinken lassen oder regelrecht runterfallen lassen.
Es gibt ja die zwei Methoden, also wir leiern durch, so wie jetzt, durchleiern. Das heißt, der flackert so durchs Wasser und wenn wir dann aufhören, dann flackert er so langsam runter. Und die andere Möglichkeit ist durchleiern, der zieht jetzt durch und dann aufhören und Schnur locker lassen. Dann stürzt der regelrecht runter. Dieses Runterstürzen ist natürlich jetzt hier in diesem etwas flacheren Bereich vielleicht noch nicht ganz so interessant. Das ist am Koori zum Beispiel, funktioniert das super, weil die da reagieren häufig auch manchmal ganz gut die Hechte drauf. Aber hier, ja, wie gesagt, dieses Wegtreiben mit der Strömung, das kickt auch manchmal ganz gut rein hier. Ja, ich würde sagen, wir zeigen mal, oder ich gehe mal auf das nächste Setup ein, und zwar auf das Belaya-Setup hier für die Yama. Und wir bauen das mal eben um, denn auch hier kann man natürlich mit dem Belaya-Set, das ist ja der Grund, warum das Belaya-Set so gut ist, das sogenannte Belaya-Set, auch das, hier müssen wir hin, bauen wir ein bisschen nochmal um. Ich nehme mal hier die Mosquito. Es gibt noch bessere Rollen dafür, weil die ein bisschen langsam ist. Und wir gehen hier auf 9 Kilo. Hier gehen wir jetzt aber auf 9 Kilo Vorfach. Das heißt, das ist jetzt wie Ultralight Angeln. 9 Kilo Vorfach. Und wir nehmen... Doch, den kriegen wir doch auch drauf. Guck mal hier. Wir haben jetzt hier ein Wurfgewicht von 3 Gramm bis 15 Gramm. Wobei, nee, ich wollte ja jetzt hier Spinner verwenden. Kleine Spinner. Das heißt, wir nehmen mal Hashtag 1 den grünen Hornet. Genau. So, und den ballern wir jetzt mal raus. Ja, fliegt auch weit genug. Das ist gut. Und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Tempo reinmachen, dass der auch gut durchgeleiert wird hier. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, ob da was drauf geht, ob hier die Rotlachse drauf gehen. Das wäre natürlich jetzt sensationell, wenn das so, zack, da haben wir schon den ersten Biss. Und jetzt können wir schon ungefähr merken, wo der Einbiss, wo der Einschlag kam, wo der Biss kam. Ein bisschen weiter natürlich werfen, weil die Fische kommen ja auch erstmal zum Köder angeschwommen, bis sie dann beißen. Das heißt also nicht exakt an dieser gleichen Stelle dann wieder hinwerfen, wenn wir da was suchen, sondern immer so ein bisschen weiter werfen. Irgendwo fahren wir quasi mit dem Köder, mit dem Spinner durch eine Area, durch einen Spot. Und wenn wir da mit dem Köder etwas triggern, spawnt natürlich dann irgendwo einen Fisch. Der schwimmt natürlich unserem Köder erstmal hinterher. Und bis es dann einschlägt, dauert es manchmal. Ne? Je nachdem, wie schnell man jetzt hier unterwegs ist, muss man da natürlich ein bisschen variieren. Ich versuche gleich mal ein bisschen weiter hier rechts rüber zu werfen. Nehmen wir mal jetzt hier so die Area vielleicht eher. Und ich gehe auch nochmal langsamer rein. Machen wir mal auch hier nur so eine 30 vielleicht. Wobei die Rolle schon relativ langsam ist. Also es gibt für Spinning eigentlich ein bisschen schnellere Rollen. Aber vielleicht geht das ja auch. Und dann sieht man ja auch jetzt hier, ne, man treibt. Es treibt natürlich jetzt hier ab. Und wir fächern hier so eine Kurve sozusagen einfach jetzt schon ab. Und da müssen wir aber ein bisschen jetzt rumprobieren und suchen. Irgendwo hier werden auch die Rotlachse wieder reingehen. Hier Weiko 8 Gramm, der kleine, der hat ja gerade schon geliefert. Ansonsten können wir hier natürlich auch gut alle Köder verwenden. Das ist halt auch wieder hier der Vorteil von dieser Route mit dem sensationellen Wurfgewicht. Alles, was so im 8 Gramm Bereich natürlich ist, 12 Gramm Bereich, können wir natürlich auch hier verwenden. Und damit dann... Wobei ab 12 Gramm macht vielleicht auch dieses Yama-Set, diese kleinere oder die etwas größere Route jetzt im Vergleich dazu, die macht dann vielleicht schon wieder Sinn, weil man dann eben auch mal ein bisschen mehr Gewicht da drauf machen kann, einfach vielleicht eine dickere Schnur drauf und dann gehen da vielleicht auch mal bei 12 Grammern die größeren Brocken rein. Ja, bisher noch nicht so richtig gut auf dem Hornet. Ich nehme einfach mal eine andere Farbe. Fangen wir mal an mit Orange. Auch eine Farbe, die immer wieder gut geht. Orange, Rot natürlich auch. Das sind so die Farben, die hier ganz gut funktionieren. Jetzt fällt mir gerade noch ein, die Walker, Oric Walker funktionieren wohl gerade auch ganz gut. Waren jetzt zuletzt immer mal wieder auch in den Rekorden drin. Und dann gucken wir mal, ob jetzt hier auch Orange funktioniert. Vielleicht ist das ja auch noch eine Farbe, hatte ich bisher noch nicht probiert. Oder vielleicht tatsächlich Rot. Und was zuletzt auch immer top war,
waren die selbstgemachten in schwarz. Weißt du was? Den testen wir mal als erstes noch. Selbstgemachter hier in schwarz. Gerade eben auch für die Rotlachse. Ich werfe mal richtig weit aus. Und den kann man nämlich auch sehr gut relativ langsam führen. Die funktionieren relativ langsam auch ganz gut. Ja, bleiben wir mal so auf 25 vielleicht sogar. Gegen die Strömung jetzt. Aber wenn das, wie gesagt, hier mit dem Spinnern so nicht wahnsinnig viel bringt, dann einfach wieder der Wechsel auf die Vaikos, ne? Vaiko immer wieder gut, ob das jetzt 8 Gramm ist, ob das jetzt 14 Gramm ist. Und wenn man mal auf die ganz großen Brocken hier, manchmal auch der Königslachs natürlich, wenn man auf die aus ist, dann klappt das selbst da drauf gut. Nee, scheint aber hier nicht zu liefern. Also, da teste ich auch gar nicht so lange. 1-2 Würfe nur. Und wenn da nichts kommt, sofort wieder ändern. Dafür haben wir hier keine Zeit. Wir haben ja leider nur die Tagesspanne. Das heißt so von 3, 4 Uhr morgens an bis abends 23 Uhr. Danach ist Schicht. Danach kann man sich mal wieder ein bisschen erfrischen gehen bei den Temperaturen. Und danach, ja, nach ungefähr 20 Minuten oder Viertelstunde, 20 Minuten ist dann halt die Nacht wieder rum. Und dann geht es weiter. Ja, scheint aber so nicht zu gehen. Also, wir bleiben auf grün. Grün ist die Hoffnung. Grün sind die Lachse. Also probieren wir das Ganze hier weiter auf die kleinen Vaikos, auf Silberlachse. Denn die machen uns den Kescher voll und vor allem bringen die auch gut Kohlen. Das testen wir doch gerne. So, jetzt nochmal wieder ein bisschen langsamer durchleiern hier. Vielleicht geht da ja noch wieder was rein. Ja, so viel zu dem Spot. Hatten wir das eigentlich schon gezeigt? Nee, noch gar nicht so richtig. Hier unten auf der Map, also einfach von der Base aus gerade runterrennen durch den Wald, über den Hügel hier. Und dann haben wir eben hier die Area, also hier einmal die Kante anwerfen. Und hier, wir sehen ja hier verschiedene Gewässerkanten. Und wie wir halt auch vom Meeresangeln mittlerweile kennen, an den ganzen Gewässerkanten sind immer mal wieder gerne Spots. Das heißt, wenn wir also hier diese Bereiche anwerfen und hier durchziehen und durchleiern, haben wir einfach immer wieder die Chance, dass da was reingeht. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das Ganze hat geholfen. Zieht raus die Brocken, gönnt euch ein paar Silberlachse, mit Glück vielleicht noch ein paar Rotlachse. Gerne auch unten hinschreiben unter das Video, welcher Köder bei dir gut funktioniert hat mit den Rotlachsen. Den hätte ich auch noch gerne als Trophy. Und dann testen wir das doch hier demnächst einfach mal wieder. Vielleicht auch mal wieder im Livestream auf Twitch oder mal im Livestream auf YouTube. Jeden Tag um 19 Uhr bis auf samstags, da ist frei. Also, Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Bis zum nächsten Mal.